Du hast eine tolle Geschäftsidee und bist vielleicht noch angestellt oder alleinerziehende Mutter und stellst dir die Frage, kann man wirklich ein Unternehmen im Teilerwerb, also nebenberuflich, mit 4 Stunden am Tag gründen? Nun, wir glauben ja und wir werden auch zeigen, wie das geht. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung, sondern ich habe selbst auch viele Firmen gegründet. Und auch meine ersten Firmen habe ich ebenfalls im Nebenerwerb gegründet. Und ich werde euch heute zeigen, mit welchem Management-Tool oder mit welcher Strategie das machbar ist. Ich habe dir 3 Geschichten mitgebracht, die genau aufzeigen, wie es funktionieren kann, wie man mit 4 Stunden am Tag ein Unternehmen aufbauen kann. Die erste Geschichte handelt von einem Hafenarbeiter, der hat 10 bis 12 Stunden am Tag Schiffe entladen und beladen und eigentlich keine Ahnung, wie man seinen Traum verwirklicht, denn sein Traum war, es ein Buch zu schreiben. Und deshalb ist er jeden Tag 2 Stunden früher aufgestanden und hat gelesen und gelernt. Und dann nach der Arbeit ist er nochmal 2 Stunden in die Bibliothek gegangen und hat sich das Wissen angeeignet, wie man als Autor Bücher schreibt. Das hat er mehrere Jahre durchgehalten, bis dann sein großer erster Erfolg, Der Seewolf, veröffentlicht worden ist. Die zweite Geschichte handelt von Arnold Schwarzenegger. Ich hatte das Glück, Anfang des Jahres ihn persönlich kennenzulernen und da hat er erzählt, wie er seine großen Erfolge aufgebaut hat. Und zwar nicht nur als Bodybuilder, sondern auch als Schauspieler. Und das, was er gemacht hat, er hat neben seinem Alltag, als er gearbeitet hat, jeden Tag 4 bis 5 Stunden genutzt für Trainings, und zwar jeden Tag. Und auch später, als er Schauspieler werden wollte, hat er neben seinen anderen Beschäftigungen immer 4 bis 5 Stunden am Tag investiert, um sich fortzubilden in der Sprechkunst, als Schauspieler, mit der Körpersprache richtig umzugehen. Und von daher ist er der Meinung, dass sich alle großen Ziele erreichen lassen, wenn man 4, vielleicht maximal 5 Stunden am Tag investiert. Die dritte Geschichte handelt davon, dass die Jugendlichen heute schon mehr Zeit vom Fernseher verbringen als in der Schule oder beim Lernen. Und das habe ich auch bei einem Freund erlebt, wo ich einige Monate mal in der WG gewohnt habe. Sobald er nach Hause kam, gegen 18, 19 Uhr, ging das Fernsehen an oder geht heute Netflix an und da wird geguckt 4, 5, 6 Stunden. Und es gibt Studien, dass die meisten Menschen so in der Woche zwischen 20 bis 30 Stunden vom Fernseher verbringen. Und das kann vielleicht die Ressource sein, das kann vielleicht auch deine Zeit sein, um dein Unternehmen aufzubauen, deine Berufung aufzubauen, dir genau die Grundlage aufzubauen, die dir so wünscht. Von daher ist es sehr wahrscheinlich, dass du von den 168 Stunden, die eine Woche hat, sehr viel Zeit entweder noch nicht nutzt oder vielleicht mit anderen Dingen nutzt, die dich einfach nur ablenken, deine Zeit im schlimmsten Fall vertreiben. Und ich lade dich ein, so einen Wochenmaster, so eine Struktur aufzubauen, wo, wenn du angestellt bist, dir deine Arbeitszeit genau bewusst wirst und das rausstreichst. Genauso streichst du dann die freien Zeiten raus, dein Sonntag zum Beispiel frei und natürlich abends die freien Stunden. Und dann hast du die Möglichkeit, deine Arbeitszeit einzutragen. Das bedeutet also, wenn du deinen Skatclub, deine ganzen Sporttermine, die du vielleicht hast, anders organisierst, dann hast du jeden Tag vielleicht 4 Stunden Zeit von 17 bis 21 Uhr, dein Unternehmen aufzubauen, Netzwerkarbeit zu machen, die Angebote zu schreiben, die Marktforschung zu machen, den Finanzplan zu schreiben und am Samstag dann noch 8 Stunden. So hast du Sonntag einen Tag frei und hast genügend Freizeit und auch Zeit für deine Arbeit. Und das ist deine Aufgabe, dir so einen Musterplan zu erstellen, das in deinem Kalender zu übertragen und Zug um Zug deine neue Verhaltensweisen danach auszurichten. Sicherlich hast du recht, dass das eine doppelte Belastung ist. Ich habe das hinter mir. Die Jahre 97, 98, 99, als ich meine ersten Unternehmen gegründet habe, habe ich auch in 2 Schichten gearbeitet. Am Anfang war ich noch Beamter und habe nebenbei meine Firmen aufgebaut. Danach musste ich mir dann mit diversen Nebenjobs meine Einkünfte sichern. Ich hatte immer so 10 bis 20 Nebenjobs, wo ich mir 3 bis 4 pro Monat rausgesucht habe, um dann das Geld zu verdienen, was ich brauchte für den Alltag. Und da drumherum kannst du dann deine 4 Stunden Zeitfenster pro Tag investieren. Und wenn du einen Tag frei machen möchtest, dann machst du an einem Tag einfach 8 Stunden. Und diese doppelte Belastung gilt es natürlich nicht bis an dein Lebensende durchzuführen. Aber vielleicht 1, 2, 3 oder 4 Jahre durchzuhalten, bis du dann mit deinem Nebeneinkommen, mit deinem Nebenerwerb so viel verdient hast oder mehr verdient hast als dein Haupterwerb. Ich habe schon Abiturienten als Gründer begleitet, die, während sie Abitur gemacht haben, sich ein Unternehmen aufgebaut haben, das so erfolgreich lief, dass sie die gesamte Familie eingestellt haben, um im Lager zu arbeiten und die Pakete zu versenden. Also, wenn das einem 18- oder 17-Jährigen sogar möglich ist, so etwas aufzubauen, warum dann nicht auch du?
Sicherlich macht es Sinn, dass du dein Umfeld auch informierst, dass du sagst, hey Leute, ich werde nicht mehr fünfmal in der Woche Skat spielen und ich werde mir nicht alle Bundesligaspiele angucken und ich werde auch nicht dann jedes zweites Wochenende zum Formel-1-Rennen fahren und dreimal in der Woche Golf spielen fällt dann auch für eine gewisse Zeit aus. Es bedeutet also für dich, eine gewisse Zeit einen Preis zu bezahlen, dass du das aufgibst, was du liebst. Und ein Freund hat mir mal gesagt, der gerne Fernsehen guckt, dass er dann 5 Jahre mal das Fernsehgucken eingestellt hat. Das Ergebnis ist heute, dass er Multimillionär ist und dass er in jedem Zimmer heute einen Fernseher hat, aber dass er nicht mehr nur Fernsehen gucken muss, sondern dass er so viel Freiheit und finanzielle Möglichkeiten hat, dass er dorthin fahren kann, wo das Leben ist, was er vorher nur durchs Fernsehen gesehen hat. Deshalb lade ich dich heute ein, eine Entscheidung zu treffen, einen Preis zu bezahlen, für 2-3 Jahre in der Doppelschicht zu arbeiten, aber dann bist du frei, dann bist du dein eigener Chef und unkündbar und du hast die Möglichkeiten, dein Leben wesentlich flexibler zu gestalten. Aber alles, was einen großen Erfolg ergibt, hat zuvor auch einen Preis zu bezahlen. Das weiß jeder Sportler, der sich auf einen Wettkampf vorbereitet. Gerne, wenn du dabei Unterstützung brauchst, dir deinen Zeitplan zu erstellen, deinen Finanzplan zu erstellen oder überhaupt einen Plan, wo du parallel über mehrere Jahre auf dein Ziel, dein unternehmerisches Ziel zu arbeitest, dann lade ich ein kostenfreies Erstgespräch zu buchen. Dann können wir mit über 40 Beratern dir dabei helfen, diesen Plan in die Wirklichkeit umzusetzen und möglichst effizient zu sein und die Erfahrungsumwege weitestgehend zu vermeiden. Gerne kannst du jetzt unseren Kanal abonnieren oder Daumen hoch machen bei diesem Video und ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem Projekt, bei deinen Vorhaben. Ich habe das hinter mir, es funktioniert und ich lade dich ein, das auch auszuprobieren. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.